Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4. Soweit ich mich recht entsinne, hatten wir hier ein kleines Problem mit den Stierchen. Und deswegen kümmern wir uns jetzt einfach mal um die auch direkt. Jetzt will ich sie knacken. Okay. Damit geht es jetzt dann auch hier offiziell weiter. Ich will dich als erstes. Und so. Und drin ist Number One. Ich speichere zwischen. Ich glaube, das war beim letzten Mal so ein toter Punkt. Shit. Ja, komm, hier in die Wand will ich dich. Shit, 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 shit. Reich, 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 reich! Ey, fuck it! Ja, natürlich, jetzt blockt das Vieh auch. Ja, jetzt läuft er raus. Nein, jetzt lauf in diese scheiß Wand. Und zu der Käfig. Speichern, Fall erledigt. So, Medpack. Schlimm. Mich gerne erstmal um. Was ist das denn? Dann können wir ja direkt, wo war's? Weitermachen. Ich weiß, dass die Lösung dafür hier an der Decke ist. Die Fackel hätte man mir aber noch gönnen. Okay, Papierfetzen. Was haben wir denn hier? Ein I, ein O und ein Q.
keine Ahnung, was ich damit mache. Achso, jetzt probieren wir es einfach mal. Ja, einfach mal die Reihenfolge zuerst, warum auch immer mir die jetzt gerade in den Sinn kommt. Okay, das scheint richtig gewesen zu sein. Also die ganzen Totenköpfe, die mich anstarren, sage ich ehrlich, gefallen mir gar nicht. Nee, ich gehe da rein. Okay. Ich glaube, ich habe langsam eine Idee, was das sein soll. Ich meine, das hatte tatsächlich was mit Symbolen an der Decke zu tun, aber für den Moment ist es egal, wie rum du das machst. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal von links nach rechts an. Wieder die Todesfalle. Ich will da nicht rein, aber ich fürchte fast, ich habe keine andere Wahl. Oh, shit. Das ist das reinste Messerlabyrinth. Die hat so viel Call of Duty gespielt oder was? Ah, okay, ich glaube, das ist immer das gleiche Szenario. Gibt hier kein leicht oder schwer. Ja, wie soll ich da durchkommen? Der Sprint ist viel zu kurz. Ich hasse diese Todeshalle hier gerade. Gehe ich hier mal durch den Mittelgang. Okay, wow, wenn das jetzt nichts Neues geöffnet hat, muss ich hier leider durchdrehen.
Sicher ist sicher. Nächste Frage, wie komme ich hier raus? Jedenfalls nicht so, wie ich reingekommen bin. Alter, bin ich ein Schnitzel oder was? Warum schneidet ihr hier so viel an mir rum? Okay, da wir jetzt eh hier unten sind, ich speichere. Hier einen Weg ausgeben. Geht doch. Doch, raus hier. Hat sich keine neue Tür geöffnet. Aber die Platten sind wieder ready. Jetzt probiere ich mal von rechts nach links. Kommt, Leute, nein, 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 da gehe ich, vergesst es, nein, da gehe ich nicht wieder runter. Ist doch schon wieder so eins von diesen Kackrätseln, wo man am Ende kotzen könnte. Vor allem, es steht aber auch nur irgendwo mal die richtige Kombination, das ist ja ekelhaft. So, jetzt reicht's mir. Genug von dieser Todesfalle da unten. Ich will jetzt hier eine Lösung haben. Sofort. Nicht gestern, jetzt. Eine antike Zahlenkombi wäre, wo würde ich mich verstecken? Sicherheit nicht da. Was ist denn mal in alphabetischer Reihenfolge? Was wäre das denn? I. Nee. Vogel. Die zwei Zeichen. Also es ist jetzt halt nur eine Idee, aber vielleicht ist es ja alphabetisch, die Lösung. Weil nochmal gehe ich da jetzt nicht rein in diese Todeshalle. Auf jeden Fall schon mal lauter als alles andere. Das sieht doch gut aus. Das sieht schon mal besser aus. Gut, was sich hinter diesem Gang verbirgt, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Hier geht es auf jeden Fall jetzt erstmal weiter und ich versuche diese Todesfalle weiter zu vermeiden. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.